Nennen Sie die Quellen des Arbeitsrechts. Keine einfache Frage bzw. Handlungsaufforderung, denn das Arbeitsrecht hat eine ganze Menge Quellen. Das Arbeitsrecht in Deutschland gilt als sehr kompliziert. Da sind zum Beispiel diverse Einzelgesetze. Wir haben also kein Arbeitsgesetzbuch aus einem Guss, sondern wir haben diverse Einzelgesetze. Das Arbeitsrecht ist verstreut auf diverse Einzelgesetze, wie das Kündigungsschutzgesetz, das Mutterschutzgesetz, das SGB IX für die Schwerbehinderten, das Betriebsverfassungsgesetz natürlich und viele, viele, viele andere Gesetze. Dann haben wir die Rechtsprechung, besonders die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Dann haben wir die Tarifverträge. Dann haben wir die Betriebsvereinbarungen und wir haben den individuellen Arbeitsvertrag. Und das sind Quellen des Arbeitsrechts. Im Prinzip kann man noch sagen, wer interpretiert denn diese ganzen Gesetze? Wenn es darum geht, wie ist denn das hier zu verstehen, was das Gesetz sagt, dann gibt es noch die Kommentare, in den Kommentaren eine herrschende Meinung, also auch das ist eine Quelle des Arbeitsrechts, will ich hier nur mündlich noch erwähnen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.